Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und wir haben in der letzten Folge mal wieder Geburtstag gefeiert und haben mal ein bisschen die Outfits bearbeitet. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Oksana, dass die auch was Gescheites anhat. Aber der Rest ist soweit ganz in Ordnung. Und ich wollte eigentlich mit dir jetzt noch ein bisschen quatschen, damit ihr euch wieder ein bisschen besser versteht und dass dieses Schleichen auch endlich mal aufhört. Tratschen, plaudern. Was ist denn los, Junge? Hier kannst du halt in dem Garten nichts futtern, also geh heim. Verbuddel dich am besten wieder. So, der Zong, der ist ja auch demnächst dran. Noch 5 Tage, bis der älter wird. Und dann bin ich echt mal gespannt. Ich freue mich auch echt, wenn das dann tatsächlich auch mal so ist, dass der kleine Zong dann halt eben ein erwachsener Hund ist. Dann müssen wir das hier noch ein bisschen sauber machen. So, du bist schon schlafen gegangen. Da müssen wir uns echt mal drum kümmern. Aber ich denke mal, du gehst jetzt erstmal auf der Seite duschen. Und dann kannst du dich nämlich hier hinlegen. Und ich denke mal, du müsstest hier die Toilette mal einstopfen. Und du kannst dich, denke ich, auch mal hinlegen. Also wird langsam Zeit. So, du gehst dann mal hier auf die Toilette und kannst dich dann auch ins Bettchen hauen. Und du gehst auch mal schlafen. Ja, hier gibt's nichts. Du kannst gehen. Oder willst du jetzt den Schneemann kaputt machen? Er kann auch nichts dafür. Du bist vielleicht ein asozialer. Aber typisch Zombie, ne? So ein Vollidiot. Naja, gut. Dann findet euch jetzt erstmal ein. So, Madame, ja. Die Toilette bitte entstopfen. Weil so kann das ja nicht weitergehen. Du wirst die entstopfen, das ist mir egal. Boah, irgendwie geht. Okay, Moment. Dann gibt's halt eben neues Klo. Dann machst du halt erstmal die Pfützen weg. Gott, kannst du nicht einfach mal das machen, was ich dir gesagt habe? Na gut. Gibt es eigentlich auch ein besseres Klo als das hier? Oder ist das schon das Beste? Anscheinend, ne? Lichte Schüssel. Das kostet aber auch 1100, Mann. Verstärkte private Bühne. Natürlich auch irgendwie cool, ne? Kann ja auch mal was anderes hier hinstellen.
Dann hoffen wir mal, dass die besser hält. So, was ist los? Verlegen. Derartige Situationen sollten um jeden Preis vermieden werden. Man kommt nur schwer darüber hinweg, weil Sim sich anderem Sim gegenüber unangemessen verhalten hat. Okay. Ich würde mal fast sagen, was? Wieso? Was ist jetzt los? Die Kleine kann ja auch nichts dafür, denn die so spät nach Hause. Ich weiß, dass du müde bist. Du solltest ja eigentlich auch schlafen, ne? Aber nimm dir jetzt erstmal ein Stück. Rebecca Collins? Nein, danke. Nimm dir doch jetzt erstmal ein Stück Kuchen. Jebediah, nein. Sag mal, was ist denn hier jetzt los? Und du wirst jetzt keine Gemüserollen zubereiten, du gehst jetzt schlafen. Hallo? Du sollst nicht krank werden? Warum können die denn nicht einfach mal schlafen, im Bett bleiben? Und noch viel zu früh. Und bei dir wollte ich jetzt eigentlich auch mal nachgucken, wie deine Dings so aussehen. Und du solltest vielleicht mal schlafen, mein Kleiner. So, Alltagskleidung, was hast du denn da? Habe ich dir schon was zusammengestellt? Das soll das sein. Und warum hast du dann zwei Outfits? Ja gut, das kannst du ja anhaben, aber was sollte das? Das ist ja schrecklich. Langsam gehen mir die Klamotten aus. Dann ziehst du das mal in grün an, denke ich. Nee, sondern du kriegst das hier an. Das sind ja langärmelige Dings. Die Hose kann so bleiben. Aber die Schuhe halt nicht, ne? Die würde ich halt wahrscheinlich in dem Ton lassen. Das zweite ist für den Sommer ganz nett. Abendkleidung sieht ja hervorragend aus. Da kriegst du wahrscheinlich sowas hier vielleicht an, obwohl das ziemlich groß an dir aussieht. Ich weiß nicht. Vielleicht in der Farbe? Und dann halt so Schuhe drauf und eine Strumpfhose, weil ja das dann das erste ist und weil wir ja im Moment Winter haben. Wenn wir das mal in der Farbe nehmen. Und die Farbe kriegen die Schuhe. Finde ich gut. So, Schlafanzug ist in Ordnung. Okay, da kann ich jetzt mal drüber dingsen. Aber die Schuhe müssen an. Sportkleidung. Vielleicht in anderen Schuhen. Der Rest ist eigentlich soweit in Ordnung. Badekleidung ist auch in Ordnung. Outdoor-Kleidung geht gar nicht. Denn
Alter, wer, warum denn ein gelber Schal? Das sieht ja ein. Der sieht echt nicht schön aus. Vielleicht eher schlicht und in weiß. Die Handschuhe. Weiß nicht, vielleicht auch in weiß. Und die Schuhe, denke ich mal, kann man auch noch ändern. Und zwar die hier. Und dann bist du eigentlich schon durch, ne? Weil so lange wollte ich ja hier drin jetzt auch nicht rumwerkeln. So, und dann geht's für dich nämlich auch ins Bett. Erstmal auf die Toilette und dann schlafen. Damit ihr alle für die Schule ausgeschlafen seid. Wie, was wird denn das? Müsstest du nicht eigentlich. Ach, naja, ihr macht ja eh, was ihr wollt, ne? So, und du wolltest doch schlafen gehen. Dann geh doch auch schlafen. Glückwunsch, Camillo hat für die Fähigkeit Malerei soeben Level 2 erreicht. Und was hast du da Schönes gemalt? Das wissen wir heute noch nicht. Ich denke mal, das wird irgendwas mit einem Regenbogen. Alter. Wer bist du eigentlich? Nadina, und warum? Ja, gehst du jetzt mal bitte schlafen? Nadina? Olivia, Nadina, warum bist du hier draußen? Du isst jetzt mal einen Hamburger. Finde ich ja nett, dass du die Sachen da auch in den Kühlschrank reinstellen kannst. Sehr, sehr schön von dir. Nein, du wirst dich jetzt nicht beschweren. Du gehst jetzt mal ein bisschen Nickerchen machen. Oh, Pepone scheint heute etwas schnippisch zu sein. Ja, toll. Du gehst heute trotzdem in die Schule. Aber als erstes gehst du mal duschen. Und geschwänzt wird heute nicht. Ihr wollt auch alle jetzt endlich mal ausziehen, oder? Dafür müsst ihr aber eine bessere Note erzielen. So, in 7 Stunden ist für alle Schule, hoffe ich. Bist auch noch am Schlafen? Glückwunsch, Noria hat für die Fähigkeit Schlagzeug zu eben Level 4 erreicht. Ui, kommst aber sehr weit mit der Musik hier. Finde ich ja richtig cool. Kannst du dich nicht einfach mal normal anziehen? So vielleicht das Alltagsoutfit? So, dann kannst du ja die Toilette mal sauber machen. Oh nein, nicht direkt da hinten dran. Erst die Hände waschen. So. Und dann denke ich mal, könntest du ja eigentlich auch mal malen. Wir haben zwar hier nichts frei. Wer hat denn hier eigentlich die ganzen Bilder gemalt? Ah, fortfahren. Damit wir dann hier das mal frei haben, damit. Nämlich deine Schwester da auch mal. Och Mann, hier gibt's keine Tür. Du kommst hier einfach nicht rein, Madame. Also jetzt zieh Leine. So, und was wird hier jetzt?
Wieso wollt ihr denn alle im Sand spielen? Es ist dickster Winter. Ihr könnt vielleicht eine Schneeballschlacht mal veranstalten. Ja, mit wem eigentlich? Na gut, du hast Hunger. Wieso nimmst du dir nicht einfach mal einen Wassermelonenpfannkuchen? So, du stehst auf. Muskulöser werden. Dein Sinn möchte sich ein paar Muskeln zulegen. Also nichts wie rein an die Hanteln. Allerdings bekommt man seinen Traumfigur nicht von heute auf morgen. Du musst doch nicht noch mehr abnehmen. Also ich meine, gut, Muskelaufbau ist völlig in Ordnung, aber der Rest ist ja nicht so dringend, ne? So, hier können wir doch mal den Napf wieder auffüllen. Würdest du dir vielleicht auch mal was Wärmeres anziehen? Nicht athletisch. Bona hat soeben ein Gemälde im Wert von 29 Simoleons gedingst. Sehr schön. Dann kannst du es auch verkaufen. Und dann kannst du dich mal hier hinstellen. Und die Nadina kann gerne ein großes Bild mal anfangen. Wieso willst du denn Torte essen? Oh Mann. Na gut, es ist ja deine Sache, ne? Der Schulbus kommt um 8. Also Leute, macht mich stolz, ne? Ich hoffe echt, dass zumindest sie dann noch einen sehr gut kriegt. Dann könnte ich nämlich zwei schon ausziehen lassen. Du könntest eigentlich hier mal aufräumen. Wow, ich hätte nie gedacht, dass die Gerüchte so ein Eigenleben entwickeln würden. Camillo, du hast was gut mit mir. Bei mir soll das wohl heißen. Ich denke mal, so zumindest jeder an sich ist fit genug für die Schule. Du könntest ja auch noch was frühstücken. Und du musst dringend duschen, Madame. Also, so, ja. Gut, dann gehst du halt stinkend in die Schule. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber okay. So, und du kannst ja mit dem kleinen Dings ein bisschen spielen. So, kommt ihr jetzt alle heute in die Schule? Schule, Schule. Ja, du entspannst. Wieso? Warum? Okay. Du könntest dich aber so nebenbei auch mal ein bisschen nützlich machen und eigentlich, ja, ich weiß auch nicht. Naja. Die machen sich schon nützlich genug, die Kinder. Kostenloser Urlaub kommt nicht in Frage. So, zur Schule gehen. Hart arbeiten. Hart arbeiten. Hart arbeiten. Hart arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten, hart arbeiten. Wie immer das Übliche, ne? So, ich denke mal, ich werde tatsächlich mal den Plummer da mal einladen, bevor der wieder ein Paparazzi wird. Und ich werde gucken, dass ich jetzt doch noch
die eine rausgeschmissen kriege, ja, fortfahren, ohne zu speichern. Gut, weil ich mag jetzt doch nicht so arg lange warten. Madeline, ne? Weil Nuria ist ja gerade in die Schule gegangen und Madeline ist ja die Einzige, die im Moment erwachsen ist und eigentlich schon längst mal ausziehen hätte können. So, wo schieben wir dich denn jetzt am besten hin? Ah ja, guck mal, hier habe ich doch einen neuen Haushalt. So. Zum Spiel zurückkehren. Da. Und dann gucke ich noch, dass wir den Karl anrufen, weil der war noch nicht dran, weil er ja ständig irgendwie was anderes hatte. Also zumindest habe ich ja nachgeguckt. Von den letzten ist da auf jeden Fall keins dabei. So, haben wir Rechnungen? Nein, im Moment haben wir keine Rechnungen. Aber meine Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge und bis dahin, tschüss.